Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Und ich habe während der Offline-Zeit ein bisschen... Wieso können die jetzt... Ah, wir stehen hoch oben. Wir müssten uns nach unten setzen. So. Jetzt kann ich die wechseln. Ich habe nämlich ein paar zusätzliche Punkte mir geholt und will mir unbedingt den... Also ich bin ein bisschen in der Stadt und habe noch ein bisschen was gemacht. Das Chamäleon-Skin kaufen, was ich jetzt machen kann. Und ich habe jetzt Chamäleon erhalten. Und bin jetzt Stufe 7, ja. So geil kann's... Warte mal, wie viel brauche ich noch? 12. 12 Fähigkeitspunkte. Es gibt ein Achievement, wenn man Level 9 erreicht. Natürlich. So, Scheiß Monturen habe ich die ganze Zeit. Es ist Level 8, schade. Level 4, Level 5, Level 6. Mal herstellen. Ah, ich muss eine Herstellergrundlage finden. Gut, die behalte ich natürlich. Uhu. Ich habe zu wenig Geld. Umhang des Sieges. Ah. Cool. Ich habe ein neues Gewand. Das sieht cool aus. Aber nur... Es sieht cool aus. Das wären 10% mehr. Weniger Nahkampfschaden. Das nehme ich auch. Nee, aber nur, wenn es das auch in Schwarz gibt. Und? Ach ja, so sieht es auch halbwegs annehmbar aus. Aber keine Farbe ist irgendwie... Es gibt kein Schwarz. Wieso? Verdammt nochmal. Ah, gesperrt. Schwarz. Sammeln Sie 20 gepresste Blumen. Ich weiß, was ich in der nächsten Zeit mache. Stahlgrau, Blutrot, Mitternachtsblau. Oh. Das dauert noch etwas, bis ich die habe. Gut, aber ich habe blau. So. Jetzt machen wir natürlich, nach den 3 Minuten, die ich hier verballert habe, die... Nächste Erinnerung, die diese Sequenz abschließen wird. So wie ich das sehe. Und mal gucken, wie es damit losgeht. Würde ich einfach mal sagen. Ich bearbeite jetzt auch die Videos. Ja. Mit einem neuen Videoschnittprogramm. Mal wieder neu. Nee, ich habe mir eine Testlizenz von Grass Valley's Aidos Programm geholt. Das ist ein sehr zuverlässig laufendes, sehr schnell zu bearbeitendes, sehr intuitives. Naja, nicht intuitives, aber wenn man halt sowas wie Premiere schon mal benutzt hat oder sowas, ist das sehr einfach zu benutzendes Programm, was auch die Eigenart hat, dass es direkt schon für 2 Bildschirme optimiert ist. Also sobald man 2 Bildschirme angeschlossen hat, erstreckt sich das direkt auch schon auf 2, was sehr cool ist. Also ich habe ja mit Magix habe ich hin und wieder mal gearbeitet und so weiter. Und das gab halt nur mit einem Bildschirm, der dann
naja, sozusagen die Videoausgaben angezeigt hat. Premiere Pro, zumindest das CS6 und die Testversion von von CC. Wie komme ich jetzt hier raus? Da oben drüber, ne? Die Testversion davon musste ich halt irgendwie aufziehen und sinnvoll verteilen. Verdammt! Ich möchte hier aus diesem scheiß Bahnhof raus. Wieso ist hier kein Fenster offen? Dann laufe ich eben in die Richtung. Oder? Guck mal, hier kann ich raus. Auf jeden Fall musste ich die dann manuell immer aufziehen. Andere Programme haben gar keinen Dual-Modus und das finde ich eigentlich recht schön. Zusätzlich wird auch Intels Quicksync unterstützt, was so etwas schneller ist. Macht das alles sehr viel spaßiger zu spielen. Ich muss mit Jacob spielen. Na, ich habe doch gerade erst Chameleon bekommen. Naja. Egal, also Aidos. Sir, der Zug ist jetzt in Waterloo eingefahren. Sobald Starricks Männer hier sind, werden sie die Maschinen entladen. Nicht, wenn der Zug schon abgefahren ist. Komm mit deinen Freunden nach Charing Cross. Ich schicke die Maschinen dorthin und ihr könnt sie abholen. Also, Aidos Pro ist schon ein schönes Ding. Es gibt es auch als Workgroup-Version, also mit einer Render-Engine, die dann im Keller steht und vielen Terminals, das geht auch. Und das wird teilweise von der ARD eingesetzt. Dein Ernst? Ah, das... Oh, gut. Teilweise von der ARD eingesetzt als Lösung, als Schnittlösung für die Videoproduktion. Ladies and Gentlemen, bitte verzeihen Sie die Verspätung. Wir werden Sie schon sehr bald zur Central Station bringen. Wo zum Teufel ist dieser Fahrplan? Central Station ist geschlossen. Befehl von Netaway. Du hast die Pläne gesehen, oder? Wusstest du von der Schwachstelle? Das ist nur ein geringer Mangel, Sir. Ansonsten wurde der letzte Waggon verstärkt. Pearl Atelier eliminieren. Zugschaffner eine Tarngelegenheit. Der Sicherheitschef. Was ist denn bloß los? Sobald wir die Anweisung bekommen, schicken wir sie auf ihre Weg. So kann ich den nicht töten. Den Bahnhofsleiter befreien. Sobald wir die Anweisung bekommen, schick die Geheimpassage benutzen. Oh. Das ist doch schön. Komme ich da irgendwie hoch? Nee. Aber der kämpft sich schon mal für mich durch alle möglichen Personen durch, sodass ich hier nicht so viel Probleme habe. Oh. Schicken wir sie auf ihren Weg zur Central Station.
Sollte nicht schwer sein, ein paar von denen in die Irre zu führen. Das ist cool. Hau jetzt nicht ab. Wo ist denn jetzt bitte der Sicherheitschef? Super, wo kann ich den denn plündern, wenn ich nicht weiß, wo er ist? Ach, da ist er. Stehlen. Wieso habe ich... Was ist denn hier los? Naja, egal. Muss sie doch eliminieren. Ja. Habe ich alles richtig gemacht, glaube ich. Eine Schande. Gute Partnerschaften sind äußerst selten. Unsere ist mit Sicherheit aufgelöst. Oh, so läuft das Geschäft, Mr. Fry. Man tut, was man muss, um an die Spitze zu kommen. Crawford wird meinen Tod nicht auf die leichte Schulter nehmen. Er wird sehr unangenehm, wenn er verärgert ist. Ich habe so viel geopfert. Ich will meine Busse nicht verlieren. Kann auch so eine von denen sein, die sich in so Gegenstände verlieben. Es gibt auch irgendwie eine, die hat sich in der Kirche verheiratet oder sowas. Ich habe übrigens das Problem des lauten PCs herausgefunden. Also, dass die, dass mein PC immer so aufgeholt hat. Und das lag daran, dass einfach meine Grafikkarte oder wenn ich die Vive anhängen habe, dass einfach mein PC die Energiespareinstellung vergisst und dann auf seinen vollen 4,4 GHz taktet. Und das ist nicht so geil. Muss ich leider sagen. Kann man zu zweit so einen Motor tragen? Also so einen Verbrennungsmotor? Ich weiß nicht, ob das so geht. Es sind doch über 300 Kilo, die so ein Ding wiegt. Oder einfach nicht. Erfolg freigeschaltet, Berufsrisiko.
When coldness or deceit shall slide, the beauty now they prize, and deem it but a faded light which beams within your eyes. When hollow hearts must wear a mask. Mr. Sterik! Ich sagte, ich will nicht gestört werden! Well, break your own to see in such a moment I but ask that you'll remember me, that you'll remember me. Crawford. Ihres Glanzes, beraubt durch die Hand dieses Wilden. Er muss Gerechtigkeit erfahren. Pearl braucht keine Gerechtigkeit. Pearl würde Rache wollen. Ihre Passion ist bewundernswert, Miss Thorne. Aber unsere Gefühle dürfen nicht die gesetzlichen Strukturen der Gesellschaft zerstören. Wenn wir das tun, siegt der Feind. Oh. Es soll im Verborgenen geschehen. Miss Fry wird am Galgen baumeln. Und ich zerfleische ihren Bruder, wenn er kommt, um sie zu retten. Ich schätze, es muss getan werden. Aber kein Risiko. Verstärken Sie die Templerpräsenz in London. Nur wir beschützen diese Stadt des Lichts. Ja, Crawford. Und dann betreten wir das Gewölbe und werden die Schatten gemeinsam verjagen. Oh. Sie wollen es im Verborgenen tun. Sie wollen also im Schatten arbeiten, um das Licht zu schützen. Das ist doch irgendwie das Credo, was die Assassinen sonst immer haben. Naja, stumm auf die Bank. Was haben Sequenz wir denn hier? 6. Boiler, die Einmischung von diesem Dredge bringt uns alle ins Grab. Er hat sich heute an der Royal Exchange rumgetrieben und viel zu viele Fragen über die Bank gestellt. Falls er hinter meinen Plan kommt, steht dir weit Schlimmeres bevor, als nur die Arbeit zu verlieren. Gezeichnet, Plutus. Dieser Plutus ist also Stareks Banker, hm? Ich denke, Dredge könnte mich zu ihm führen. Wenn du rausspielen gehst, versuch doch bitte nicht, die moderne Medizin oder das Londoner Transportnetz zu zerstören. Bring mich nicht zum Lachen. Unschuldige Leben stehen auf dem Spiel. Sie sind abhängig von der Stadt. Ich war es nicht, der Lucy Dornen kommen ließ. Ein Fehler, den ich sofort wieder gut machen werde. Oh ja. Gut, wo sind wir? Ah. Wo sind wir? Sie. Ah, sind im Zug. Stimmt ja. Gut, dann erstmal ein bisschen einkommen. Dann 2 Fähigkeitspunkte. Kann ich gleich mal gucken. Ja. Fähigkeiten. Was kann man denn noch für 2 Punkte bekommen? Ein Gesundheitsboost. Das kostet alles 4. Messer. Sanftpfote. Schleichen. Schleichen ist eigentlich immer gut. Also gegen Schleichen habe ich nichts. Auch wenn ich es viel zu selten einsetze. Hm. Allein durch keine Geräusche mehr. Ach komm, nehmen wir mal das. Gut, dann Waffen. Wir sind Level 7.
Great. Schön. Löwenpranke verbessert. So. Ja, lohnt sich das überhaupt? Ein neuer Gürtel. Kommen Sie in der Hauptgeschichte voran. Kommen Sie in der Hauptgeschichte voran. Komm, stellen wir den mal her. Und verbessern wir den mal. So, Blutgürtel. Ah, jetzt habe ich nur noch 1000. Super. Wow. Habe ich gerade alles zum Fenster rausgeworfen. Gut, Gang Upgrades. Hier habe ich sehr wenig. Aber das wäre auch nochmal so ein schönes Mittel, so schlechte Qualität. Und hier, das wäre auch nochmal sowas. Irgendwie so. Teemagnat. Geschäftsinvestor. Was haben wir denn hier noch? Stadtübernahme. Schwarzmarktkontakte. Ja, es gibt noch einige so coole Sachen hier, die man holen kann. Ich habe mich übrigens, ich habe mir die komplette Datenbank durchgelesen und da gibt es einige schöne Sachen. Ja, Paul Attaway haben wir jetzt getötet. Aber warte mal. Wo war das? Nein. Orte, Fundstücke. Genau, die Biergeschmackseindrücke. Wenn man dann sich durch das durchliest, ist sehr schön. Also so ein paar Sachen. Genau, das ist zum Beispiel wunderschön. Dann, ja, so ein paar Illustrationen. Wow. Was auch schön ist, ist die Gegenwart, und zwar die Menschen. Die sind nämlich alle hier, die Einträge von Sean Hastings geschrieben. Und der neckt sich so ein bisschen mit Rebecca Crane. Die kennen wir so zum Teil. So Geburtsdatum wie unhöflich. Und in Rebeccas Akte steht dann hier unten drinne, ja, Seans Geburtstag ist der 16. November. So, aber ich würde sagen, hier machen wir dann auch Schluss. Und sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein.